jetzt folgt das Verlosungsvideo. Und ich habe jetzt mal einfach gleich gedacht, ich zeige euch einfach die jeweiligen Preise. Dann habt ihr jetzt eigentlich auch eine gute. Also ich habe sowohl Items, die ich zu Hause noch hatte, wie auch die ganzen Glow-Items euch zur Seite gepackt. Das wäre Paket 1 und das wäre Paket 2. Welches Paket ihr davon gerne gewinnen möchtet, schreibt ihr mir einfach in die Kommentarbox. Und alle Zugangsvoraussetzungen, wie ihr praktisch an meinem Gewinnspiel von der Glow-Wochen, von den zwei Glow-Wochen praktisch entern könnt, seht ihr einfach unten. Hier zeige ich euch mal Paket 1. Das wäre zum einen ein TT-Sep Granat ab Granat Apple und Kakaobutter. Das ist einfach so ein Badesalz sozusagen. Dann habe ich hier noch einen Blush-Stick euch reingepackt von Makeup Revolution. Und zwar, der ist richtig toll, den habe ich mal aus einer ganz tollen Mystery Box. Der ist auch unbenutzt. Natürlich, die meisten Sachen sind hier nicht benutzt, beziehungsweise habe ich nur mal dran gerochen. Das ist also ein peachfarbener Blushstick, der ist richtig, richtig toll. Davon habe ich allerdings 3 Stück im Backup und die habe ich irgendwie dauernd zur Cosmetic for Less Bestellung dazu bekommen. Das ist der Glückssträhnen von Got to Be. Jemand, der blond von euch ist, wird da super, super süße Strähnchen mitmachen. Das ist ein kleines Hygienetuch, das könnt ihr benutzen, wenn ihr auf die nächste Glow zum Beispiel geht. Das ist ein Make-up, das lege ich euch jetzt einfach mal dazu, in der Hoffnung, dass diejenige, die das gewinnt, auch benutzen kann. Ich bin kein so ein großer Foundation-Tester, wenn ich nicht weiß, dass die Ingredients stimmen. Ich mag halt Alverde Kosmetik jetzt nur im Lippenbereich, da sind die wunderbar. Aber so jetzt im Make-up-Bereich benutze ich jetzt die ich habe, gerade die Maybelline's Superstay in Fawn. Meine Estee Lauder und meine Fit Me Foundation, weil ich teste nicht so gerne so viele Foundations, weil da kriege ich voll Probleme mit der Haut. Dann habe ich hier noch einmal ein Soft and Matte Nail Polish, eine Mascara von Alverde und Leute, ich habe ja kaum Wimpern und ich benutze halt nur die 2-3 Mascaras, die ich sicher funktioniert bei mir. Und dann habe ich hier nochmal von Rival de Lubiang eine wunderschöne Farbe, das ist das Matte Donna. Das ist ein so ein wunderschönes Rot. Leute, die sind wunderbar. Die kosten so wenig. Die habe ich euch noch dazu gekauft. Dann habe ich noch ein Ultra Matte in Lip Cream und noch ein Hand Lotion. Das war sozusagen Paket Nummer 1. Ich denke, dass ich das irgendwie in 2 verschiedene Luftbeutel reinschmeiße, weil ich weiß jetzt nicht, ob diese Handcreme da reinpasst. Ansonsten schaut euch das an. Das hier ist Paket Nummer 2. Da fangen wir mal an mit den Paletten. Da wäre einmal die Be Kissed by the Moon Palette. Dann wäre noch eine ganz tolle Highlighting Palette. Leute, ich habe so viele Highlighter. Übrigens, ich habe auch die neue LE für euch heute Abend. Habe ich euch ein Haul und da zeige ich euch diese Palette. Richtig, richtig geil. Und dann habe ich hier noch einen Foundation Pinsel euch rausgelassen. Und zwar habe ich den jetzt. Also ich mag diese Foundation Pinsel nicht. Die waren in meiner Goodie Bag drin. Da waren 2 drin. Den einen kann ich super zum Highlighten benutzen. Aber einen Foundation Pinsel wollte ich euch auch kurz zukommen lassen. Wenn ich das mal wieder reingefummelt kriege. So, ich bin, wie ihr hört, wieder total erkältet. Also ich weiß nicht, das kam jetzt irgendwie jetzt die letzten Tage wieder hoch. Dann habe ich hier noch diese Balea Handlotion Melonberry. Die riecht total lecker. Ach so, ich habe noch die Biozellulose Lippenmasken. Sind richtig geil. Euch für die Gewinnerin auch ein Mattifying Kashmir. Ist so eine sehr, sage ich mal, mitteltonige Farbe. Ich hoffe, dass es dann die richtige erwischt. Dann habe ich hier noch die Alverde Wimpernmascara. Dann habe ich natürlich auch einen tollen Lippenstift für diese Person, die das gewinnt. Und zwar ist es ein wunderschönes Rot-Pink-Korall. Ich liebe diese Lippenstifte. Ich habe selber alle Farben davon. Und das. So, und das wären praktisch diese 2 Pakete. Leute, ich sehe desaströs aus. Ich habe wieder total die Entzündung im Gesicht und alles. Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen filme ich euch das so ab. Und wie gesagt, alle Zugangsvoraussetzungen, was ihr tun sollt, ja, schreibe ich euch unten in die Infobox. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, die Glow-Woche hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video heute Abend schon wieder, weil ich habe heute einen super schönen Haul für euch. Und auch die nächsten Wochen folgen Reviews zu diesen Monster-Paletten. Und zwar habe ich mir die Zulu-Palette bei Juvia's, die Deuce-Palette von Juvia's. Können wir mal über das Packaging sprechen? Total geil. Und The Festival-Palette bei Juvia's. Da wird es eine tolle
praktisch ein Haul plus Tutorial Video geben. Und ich hoffe, ihr freut euch. Wie gesagt, Paket 1 und Paket 2. Schreibt mir unten in die Kommentare. Die Verlosung wird bis zum 10. April gehen. Weil ich euch ein bisschen Zeit geben möchte, weil eine Woche ist immer super, super knapp für euch, dass manche sehen das dann zu spät, aus beruflichen Gründen. Deswegen bis zum 10. April. Ich wollte eigentlich bis zum 1. April, aber damit niemand glaubt, dass ich euch verarsche, mache ich es bis zum 10. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Schätze. Und wir sehen uns heute Abend und am Sonntag schon wieder. Tschüss!